So, da bin ich wieder. Was ich jetzt mache, ich lege mir erstmal einen Speicherstand an, da ganz unten. Den nenne ich Wahlmöglichkeit. Ja, das Öl macht er nicht, aber egal. Aus dem einfachen Grund, weil ab hier sich meine Gilde festlegt. Also wenn ich jetzt Miliz und dann später Paladin werde, was meine Zweitlieblingssache eigentlich ist, ja, dann kann ich nicht mehr zurück. Aber in diesem Tutorial, ich werde dann, wie gesagt, später auch nochmal für Söldner, das macht dann mein Freund Major of Death, und für Magier, das mache ich, das Tutorial machen, aber als erstes Mal mache ich es als Paladin durch. So. Ich bin bereit, mich der Miliz anzuschließen. Der Schmied hat mich... Haare. Ja. Ich bin bereit. Ich bin dann soll es so... Hier hast du... Trage sie mit... Waffe. Bekomme ich auch... Natürlich. So, jetzt muss man Pack finden. Das ist auch gleich meine erste Mission. Und ich ziehe das Miliz-Kostüm an. Hey, du. Und trainiere mir bei Wulfgar was an. Und nicht der Vorteil. Einhand oder zwei Handwaffen. Ganz einfach. Mit zwei Handwaffen. So, ich habe bis jetzt immer mit Einhandwaffen gespielt. Für dieses Tutorial werde ich zwei Handwaffen nehmen. Plus 5. Wie gesagt, habe ich noch nie getan, aber jetzt werde ich mal fett mich auf zwei Handwaffen spezialisieren. Da hinten sollte Pack sein, ja, ist aber noch nicht. Ich kann die rostige Axt noch nicht nehmen, ich raste. Ja. Egal. Mal sehen, ob ich hier eine vernünftige Waffe kriege. Da natürlich definitiv nicht, sondern bei ihrem komischen Waffenladen. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Wie läuft das Geschäft? Und es wird noch viel schlimmer. Zeig mir. Das ist mal wieder typisch. Er redet einfach zu viel. Ja, die sind alle noch, um es mal freundlich zu sagen, zu stark für mich. Wolfszahn brauche ich mir nicht kaufen. Warum soll ich mich denn noch aber ausgeben? Den kaufe ich mir auf jeden Fall. Da kriegt man gleich auch eine Bauernquest. Die mache ich jetzt aber noch nicht. Zeig mir deine Ware. Quatsch, zeig mir deine Ware nochmal. So, Gürtelschutz und Magie braucht man momentan nicht. Amulett, ja, gekauft. Feuerring, Spruchrolle, gekauft. Brauchen wir gleich. Göttliche Kraft der Gestirne. Ich raste, ich habe nicht genug Gold. Egal. Okay. Zurück. Öffnen wir erstmal die Lederbeutel, die wir vorhin gefunden haben. 25. 50. Ach, erzähl mir nicht so. Jetzt müsste ich eigentlich genug haben. Zeig mir deine Waffe. Ich glaube da nicht dran. Wie viel kostet. Ach, nein, habe ich nicht. Ich sehe es schon. Mach nichts. So. Was mache ich jetzt? Ich laufe. Ja, dieses Tutorial geht auch nicht mehr sehr lange, zumindest diese Folge. Ja, sie geht nicht mehr ganz lange, aus dem einfachen Grund, weil ich gleich keine Zeit mehr habe. Ich spiele das jetzt noch so lange, bis ich meine Milizwaffe habe. Erstmal marschieren wir zu Harad. Diese Waffe da an meiner Seite, dann drehe ich mich auf. Ich will stärker werden. Plus 5 Lernpunkte. So. Du hast schon ein Bekommen wie. Ich habe zugelegt, ich weiß. Ja. Muskeln wie so ein Bär. Rostiges Schwert. Machen wir mal schnell noch das, was wir eigentlich nicht machen sollen. Ich war, ja, ich klopfe gerade nochmal den Schmied nieder. Bis gleich. So, jetzt hakt's auch nicht mehr. Was ich gemacht habe. Ja, ich habe mit dem gelabert, ich weiß. Meine Fresse. Kann diese Musik mal aufhören? Geht doch. Ich habe mir dieses Buch gekauft. Also, wie gesagt, nochmal was geschmiert. Die göttliche Kraft der Gestirne gekauft. Was kriege ich dafür? Mana plus 2. Ah, ich habe göttliche Erkenntnis. Pack ist... Ah, wo wohl? Was ist das? Ein Bordell. Genau. Und wo ist Pack?
jetzt dürft ihr raten. Der ist hier. Tag, Peggy. Hey, es wird Zeit abzuhauen. Verdammt! Tja, ja. So vermiese ich ihm den Tag. Tut mir leid. Jetzt treffen wir gerade noch einen alten Freund wieder. Nicht wahr, Laris? Du bist... Kannst du mir das beibringen? Und egal. Das bringt jetzt aber gar nicht. Oh, und was wir auch machen, ist speichern. Und wir kloppen den dämlichsten Idioten des ganzen Spiels nieder. Nicht wahr, Mo? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Du kennst... Klar doch. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Wieso sie... Die traut sich hier nicht hin. Was sind denn für... Wir mögen es hier nicht. Wie läuft der... Das Einzige... Naja. Doch gerade nicht. Weil ich jetzt Miliz bin. Verkloppt er mich nicht, ist eigentlich ganz schön. Aber ist auch egal. Hier kriegt man übrigens eine Karte bei Brahim. Ja, zeig mir deine Karten. Zeig mir. Oh, Moment. Eigentlich müsste ich schon eine haben. Eigentlich hat er mir jetzt schon eine geschenkt. Nein, hat er noch nicht. Zeig mir deine Karten. Da kannst du hier nichts dran ändern. Nicht mal genug Geld dafür. Du musst eben aufpassen. Ja. Ein rostiges Schwert verscherbeln. Zeig mir deine Karten. Zuerst brauche ich Karte von Corines. Das Wichtigste. Komm später. Ja. Ich laufe jetzt zurück zum Hauptquartier der Miliz, zur Kaserne und dann mache ich weiter. So, da bin ich am Hauptquartier der Miliz und jetzt hole ich mir schön meine Waffe ab. Nicht wahr? Ach, der Trottel ist noch gar nicht angewackelt. Na. Da kommt er. Währenddessen verpetze ich immer bei Lord Andre. Nein, mache ich nicht. Ich habe Pack ausfindig gemacht. Ja, er ist schon wieder... Er ist mir über den Weg gelaufen. Okay. Hätte ich jetzt was von Roten Laternen gesagt, hätte ich eine miese Waffe bekommen, beziehungsweise wäre bei den Jungs hier nicht beliebt gewesen. Ist allerdings auch egal. Na komm schon, stell dich endlich hin. Bravo. Ich wollte mir... Nun sieh mal, wer da ist. Du hast andere nicht, es ist das Beste, wenn du... Yep, krieg ich ein edles Schwert, das hätte ich mir zwar auch selbst schmieden können, aber... was soll's. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt Mitglied der Miliz. Im nächsten Tutorial zeige ich euch, wie ihr euren alten Freund Lester wieder trefft, wie ihr ein bisschen in der Stadt weiterkommt, wie ihr mit den Wassermagier-Quests weiterkommt. Das habe ich wohl vergessen zu erwähnen, für die Wassermagier sollt ihr, beziehungsweise soll ich jetzt den Waffenhändler ausfindig machen, genau. Auch das zeige ich euch im nächsten Tutorial. Ja, und dann würde ich direkt schon sagen, Orca Evergreen sagt, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.